So, was hat denn der liebe Jake jetzt geschrieben? Ich habe die nächste Nummer auf der Liste angerufen und dieses Mal hatte ich mehr Glück. Es ist Thomas. Ach Moment, hast du Richie oder Jessica erreicht? Lies doch einfach den Chat nach. Ja, ich habe mit Richie gesprochen. Er hat Hannas Auto repariert. Sie brachte ihm das Auto wegen einem Schaden an der Ölwanne. Jo. Ihm war nichts Seltsames an ihrem Verhalten aufgefallen. Jessie hat an dem Tag frei. Das Erste. Vermutlich war Richie der Letzte, der Hannah sah. Hannah sah, sie gab ihm Trinkgeld. Danke, Sebastian. Es ist wirklich wichtig, dass wir so viel wie möglich über den Tag ihres Verschwindens erfahren. Und das ist auch super interessant und spannend. Irgendetwas war seltsam an Richies Informationen. Ich tue, was ich kann. Dafür ist diese Telefonliste unersetzbar. Ich will es mal betonen. Irgendwas war seltsam. Was können wir da noch sagen? Ich weiß aber noch nicht was. Das sagt mir zumindest mein Gefühl. Das Gespräch wirkte wie, als hätte sich alles genau zurechtgelegt. Ach, keine Ahnung. Als würde er etwas verheimlichen. Ich finde, es wirkte ein bisschen zurechtgelegt, allein mit diesem, dass Jessie genau dann frei hatte. Interessant. Ich habe bei Richie die ganze Zeit schon nicht das beste Gefühl. Bei solchen Dingen bin ich vollständig auf dich angewiesen. Lies dir den Chat bitte trotzdem auch noch einmal in Ruhe durch. Jo. Natürlich. Könntest du mit Thomas über sein Telefonat mit Hannah sprechen? Jetzt gleich? Ja, klar, kann ich machen. Ich danke dir. Boah, es wird langsam richtig spannend, finde ich. Ich muss jetzt gehen. Ich habe mir bereits zu viel Zeit genommen. Es tut mir leid, dass du mit so vielem auf dich allein gestellt bist. Ich schick die Rechnung an Lilly. Pff, ich schaff das locker. Ja, das tut es mir auch. Komm, wir machen mal einen Witz. Mach's gut, ich halte dich auf dem Laufenden. Jo. Danke, Sebastian. Ich werde mich so schnell wie möglich wieder bei dir melden. Da ist er offline, wir können wahrscheinlich Thomas jetzt schreiben, ne? Jo. Kurz Zeit, Thomas, wenn du das liest, schreib mir bitte. Thomas? Ich finde es auch irgendwie cool. Huch, Kai hat uns hinzugefügt, was ist das denn? Ich finde es auch irgendwie cool, dass wir hier quasi drei verschiedene Möglichkeiten haben, ihn anzuschreiben. Finde ich, ist jetzt nichts Weltbewegendes wahrscheinlich, ne, was die Story betrifft oder irgendwas, ne? Es wird jetzt nicht groß irgendwas ändern oder so, glaube ich zumindest nicht. Wer weiß das schon? Das wissen nur die Entwickler. Aber irgendwie finde ich es trotzdem cool. Das macht es einfach so. Ja, man hat halt so ein bisschen Freiraum, ne? Man kann halt einfach das so spielen, wie man es spielen möchte, quasi. Das finde ich halt cool. Zumindest auf eine gewisse Art, ne? Kai, wer ist denn Kai? Okay. Ist das echt wahr, oder? Du hast der einen da was angetan. Ach, das ist der nächste Hater, ne? Ja, das ist wahr. Oh, das würden wir dann in unsere Arschrunde nehmen. Ja, ist ja gut jetzt. Wir gucken ja gleich da oben hier, Dan und Richie. Sei froh, dass ich gerade nicht in Discord bin. Du wirst von mir keine Antwort bekommen. Und da ist er direkt offline. Okay, dann gucken wir mal in den Chat rein hier. Dan und Richie. Ach, Dan hat auch den Quo-Man an Richie geschickt. Da lacht er. Du verstehst das aber schon? Richie, klar. So wie Batman. Dan, ich hab das gemacht. Richie.
Sorry, Dan, ich bin gerade mit deinem Auto beschäftigt. Wir schreiben später, okay? Voll cool mit diesem Crowman. Thomas, hallo. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Wir haben ja das Wichtige zu besprechen. Ja, musst du ein paar Fragen stellen. Klar, nur zu. Okay, super. Hast du das erwartet? Ich versuche mich kurz zu fassen. Okay, super. Du weißt ja selbst, dass du auf Hennas Telefonliste stehst. Ich habe mir heute Hennas Telefonliste angesehen. Du hast Henna kurz vor ihrem Verschwinden angerufen. Ich will es gar nicht sagen, dass wir die Telefonliste haben, ne? Da möchte ich noch nicht so drauf eingehen. Boah, ich muss mich mal kratzen. Man hört meine Jacke wahrscheinlich, weil ich hier noch in der Jacke sitze. Hat sie jetzt Sprache verschlagen? Lässt du dir etwa gerade eine Ausrede einfallen? Nein, wir sagen nichts. Er überlegt wahrscheinlich gerade noch. Schnelllebige Gesellschaft. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, du willst über Alfie reden. Nein, aber das machen wir später noch. Es gibt gerade Wichtigeres, da misch ich mich nicht ein. Ich weiß nicht, von was du redest. Es gibt gerade Wichtigeres. Ich hätte auch gern das mit dem machen wir später genommen, aber das ist der Smiley, der passt mir wieder nicht so. Ist mir wieder zu pumpig. Ja, ich habe Henna angerufen, kurz bevor sie verschwunden ist. Und jetzt könnt ihr euch gerne zusammenreimen, was ihr wollt. Ich weiß genau, wie das für euch wirkt und es verdächtigen mich ja ohnehin schon alle. Stimmt doch gar nicht. Ich bin absolut neutral, Thomas. Willst du dir das eigentlich einreden? Ich bin neutral. Ist das so? Wie lange hast du nicht mit mir geredet? Ich will nochmal ganz kurz gucken. Wir haben quasi nur Bilder von... Eigentlich nur Bilder von Henna da drin, ne? Und das eine von Thomas. Ich wollte mir gerade nochmal ein Bild von Thomas machen einfach. Aber wir haben nur das Profilbild. Man juckt denn mein Arm jetzt gerade so, sag mal? Weiß ich nicht. Das liegt nicht daran, dass ich dich verdächtige. Ich bin eben sehr beschäftigt. Naja, das ist schon eine Weile her. Du könntest ja auch mich anschreiben. Eigentlich schon, ja, aber es liegt nicht daran. Wollen ihn mal ein bisschen beruhigen. Es bist ja nicht nur du. Ich werde mehr und mehr von allen ausgeschlossen. Falsch, du schließt dich selbst aus. Das ist mir auch schon aufgefallen. Hör einfach auf, dich verdächtig zu verhalten. Ich glaube, er schließt sich ein bisschen selbst aus. Sorry, aber es ist so. Einmal mit seiner Aktion hier bei Alfie und weil er so ruhig ist, ne, und so, er verhält sich ja ein bisschen seltsam. Du kannst das hier und jetzt ändern, dann hilf mir jetzt bitte, Thomas. Es hilft uns nicht, wenn du die beleidigte Leberwurst spielst. Hilf mir jetzt bitte. Krass, dass wir die hier alle so verhören können, gerade so ein bisschen, ne? Henna war eines Tages plötzlich so verändert gewesen. Super interessant gerade, finde ich. Sie war gedankenversunken, hatte nur kurz oder gar keine Zeit mehr für mich und wollte mir auch nicht sagen, was mit ihr los ist. War zwischen euch etwas vorgefallen aus heiterem Himmel? So als hätte sie kein Interesse mehr an dir? Aus heiterem Himmel? Ja, aus heiterem Himmel. Also nichts, was zwischen den beiden war anscheinend. Ich wollte sie natürlich zur Rede stellen. Ich glaube auch nicht, dass Thomas das war. Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Ich meine, er hat ja fast nur Bilder von ihr. Das stimmt schon. Teilweise wahrscheinlich aber auch ein bisschen einfacher als Erinnerung. Ne, aber... Wahrscheinlich hat er sie einfach auch sehr, sehr geliebt. Das ist ausnahmsweise mal er. Wie
Vielleicht hat er sie nur einfach sehr gemocht. Das ist ein Pärchenbild. Man könnte jetzt doch denken, er ist wirklich verrückt nach ihr. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, so irgendwie. Das wäre zu easy auch. Also ich bin einfach zu ihr gefahren, aber sie war nicht da. Ich habe dann den ganzen Tag in ihrer Wohnung auf sie gewartet. Du hattest ihren Wohnungsschlüssel. Du bist ohne Ankündigung zu ihr gefahren. Erzähl weiter, warum hast du sie nicht angerufen? Erzähl einfach weiter. Ich will jetzt hier nicht irgendwie zwischen Gretchen. Gretchen. Während ich gewartet habe, hatte ich mir viele verschiedene Szenarien ausgemalt und habe wirklich geglaubt, auf alles vorbereitet zu sein. Die Hauptsache für mich war, ihr zu sagen, dass sie mit mir reden könne, dass wir alles schaffen würden, solange wir es zusammen täten. Aber als sie dann endlich nach Hause kam, wollte sie mir nicht mal sagen, wo sie den ganzen Tag über gewesen war. Das macht einen sicherlich ziemlich wütend. Okay, das ist wirklich eigenartig. Oh, das klingt verdächtig. Es ist eigenartig. Zumindest, weil für ihn das eigenartig war, weil sie anscheinend sonst nicht so drauf war. Und wir wissen, sie war eine sehr fröhliche und redselige und aktive Person anscheinend. Passt nicht zu der Beschreibung von ihr. Es war wirklich schwer, aber ich habe versucht, das erstmal zu ignorieren. Ich dachte, es wäre ein guter Start, wenn ich einfach sage, weshalb ich überhaupt zu ihr gekommen war. Er hatte ja eh den Schlüssel, also er durfte auch quasi hin, ne? So war es doch, glaube ich, ne? Oh, Profilbild aktualisiert. Richie, oh, das sieht cool aus. Das ist auch hier, das finde ich cool, das Bild. Dass ich für sie da sei, dass sie mit mir reden könne. Entschuldigung. Dass ich mich auch für sie ändern könnte. Ändern? Dann dachtest du also, es liegt an dir? Verstehe. Wenn man sowas sagen muss, ist es bereits zu spät. Du dachtest also, es liegt an dir. Es liegt aber auch sehr nahe, der Gedanke. Dass man dann denkt, es liegt an einem selbst. Ich glaube, es würde dann vielen so gehen. Dass man denkt, man hat irgendwas falsch gemacht. Ich wollte ihr einfach nur sagen, dass wenn es so ist, ich mich sogar ändern würde. Aber das hat sie alles gar nicht wirklich wahrgenommen. Nein, ich glaube, es ist irgendwas Schreckliches gewesen. Irgendwas, was ihre komplette Realität quasi ausgelöscht hat. Und sie einfach nur noch in der Realität, also ne, einfach nur existiert hat. Gedanklich war sie aber eigentlich in irgendeiner Bubble drin, in irgendeiner Blase. Sie war eigentlich gar nicht anwesend. Also sie war nur körperlich anwesend. Und sonst geistig völlig woanders, weil irgendwas sie völlig verjagt hat oder komplett beschäftigt hat. Ich glaube, so eine Situation hatten viele von uns mal. Wenn irgendwas Schreckliches passiert ist oder man irgendeine miese Nachricht bekommen hat oder so. Und dann kann man sich auf einmal auf nichts mehr konzentrieren. Das geht auch auf die positive Art und Weise natürlich. Ne? Wenn man eine super geile Nachricht bekommen hat, dann fällt es auch schwer, sich auf andere Sachen mal so ein bisschen zu konzentrieren. Aber das beflügelt einen manchmal auch extrem, dass man sich erst recht gut auf andere Sachen konzentrieren kann. Ist immer ein bisschen schwierig. Aber bei diesem negativen Ding ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Mit was war sie denn beschäftigt? Wie meinst du das? Wir wissen ja nicht, mit was sie beschäftigt war. Weil sie es, glaube ich, ja nicht gesagt hat, ne? Hannah war in Gedanken komplett woanders. Sie hat sich auf das Sofa gesetzt und hat mehr oder weniger durch mich durchgeschaut. Boah, voll spannend gerade. Ich finde das super spannend, diesen Tag des Verschwindens. Das hat mich dann sauer gemacht und verzweifelt. Naja, und dann habe ich gedacht, das Einzige, was ich machen kann, ist ihr den Wohnungsschlüssel zurückzugeben. Okay, du wolltest ein Zeichen setzen, das klingt wenig nachvollziehbar. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ja. Das exakt gleiche. Ich hätte sie verlassen, sie angeschrien, wenn ich ehrlich bin, weiß ich das selbst nicht.
Ja, toll. Schade, dass wir da jetzt nicht zurückgehen können. Ich hätte sie verlassen. Weil sie gedanklich abwesend ist, oder was? Sie angeschrien ist, weiß ich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das selbst nicht. Das mit dem Wohnungsschlüssel ist gar nicht schlecht, finde ich. Komm, mach ich auch mal. Finde ich am besten in dem Fall. Die anderen Optionen wären zu krass gewesen. Das ist so, als ob wir jetzt zurückrudern. Oder echt, hinterher habe ich es bereut. Aber in dem Moment wusste ich mir nicht anders zu helfen. Naja, es ist halt so eine Art Zeichen setzen. Einfach so, um sie, ihr so einen kleinen Schock zu verpassen. Und dass sie vielleicht in dem Moment aufwacht. Jedenfalls habe ich den Schlüssel in ihre Handtasche gelegt. Und dabei habe ich ein Armband gefunden. Klingt eher, als hättest du in ihrer Tasche gewühlt, gefunden. Ach was, ein Armband? Mit den Initialien drauf? Ja. Den Initialien, weiß ich gerade gar nicht, von Jessie, ne? J. oder irgendwas. Aber noch bevor ich es mir richtig anschauen konnte, stand Hannah neben mir und hat es mir aus der Hand gerissen. Okay, dann habe ich sie gefragt, wer ihr dieses Armband geschenkt hat. Sie sagte, Thomas, was hat sie gesagt? Weinst du gerade? Ist schon in Ordnung, lass dir Zeit. Was hat sie gesagt? Tut mir leid. Weinst du gerade? Weil er kurz nicht schreibt, oder was? Da muss er natürlich gleich weinen. Weil ich hätte auch nur einen Schluck aus seinem Glas Wasser genommen, was er gerade vor sich stehen hat oder so. Die ganzen Erinnerungen kommen gerade wieder hoch. Hannah ist mir das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und ich bin so unglaublich machtlos. Können wir bitte nicht abschweifen? Tja, hättest du mal die beiden Schüsse behalten? Das muss wirklich furchtbar sein. Komm, wir fühlen mal mit. Es ist auch einfach scheiße. Stellt euch vor, die Liebe eures Lebens verschwindet einfach. Und ihr wisst nicht, was los ist und ihr seid machtlos. Ja, danke, dass du versuchst, es zu verstehen. Hannah hat mir nicht gesagt, von wem sie das Armband bekommen hat. Das war wie ein direkter Stich ins Herz. Oh, Jessie, Galerie aktualisiert, muss ich sofort reingucken. Oh, hallo Jessie, hallo. Hallo. Jessie? Möchtest du mir eine Sprachnachricht schicken? Dankeschön. Okay. Und dann habe ich die Wohnung verlassen. Das hätte ich viel früher erfahren müssen. Dann bist du also genau genommen ihr Ex-Freund. Vielen Dank. Nur weil sie nicht gesagt hat, von wem das Armband ist, heißt es nicht, dass sie gleich Schluss ist. Ne? Deswegen will ich das mit dem Ex-Freund nicht nehmen. Ich bedanke mich einfach. Es ist dir sichtlich schwer gefallen, darüber zu sprechen, aber ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen. Das ist so alles wirklich gut erklärt. Ja, wir stellen noch ein paar Fragen. Sorry, die nehmen wir einfach mit. Wie lange ist dieser Streit her? Was kannst du mir über dieses Armband erzählen? Warum standest du jetzt eigentlich auf der Telefonliste? Ja, weil ihr die telefoniert haben. Was kannst du mir noch über das Armband erzählen? Die Buchstaben wahrscheinlich, ne? J und... Was stand nochmal drauf? Nicht viel, sie wollte mir ja nicht sagen, woher sie es hatte. Was ist mit den Buchstaben? Ah, okay, jetzt. Es hat auf der Innenseite Initialen eingraviert. J.H. Wie hieß diese Jennifer? Die hieß Manson, oder? Nicht Hanson. Ah, okay. Wenn die Hannah das Armband so schnell abgenommen hat. Irgendwie glaube ich, du verheimlichst mir etwas. Danke für deine Ehrlichkeit. Das war auf jeden Fall ehrlich. Wie kannst du dir mit den Initialen sicher sein? Hätte sie ja definitiv etwas zu verbergen. Ich will ihn nicht beschuldigen. Okay, was ist das jetzt? Wo hast du das her? Dieses eine Mal stelle ich keine Fragen, okay? Aber da sind doch keine Initialen drauf jetzt, oder? Da bin ich blind. Er hat's doch geklaut.
Er hat es doch aus der Wohnung gemobst, das wissen wir doch, oder? Ich war in ihrer Wohnung und habe es geholt. Aber guck mal, er ist ziemlich ehrlich zu uns. Aber wo sind die Initialen, verdammt? Ich sehe die nicht. JH. Okay, werden vielleicht einfach gerade nicht gezeigt. Wäre vielleicht zu schwierig gewesen, das darzustellen. Aber du hattest doch keinen Schlüssel mehr. Also sorry, aber das ist schon verdächtig, aha. Oder du hattest doch keinen Schlüssel mehr. Ja, das stimmt. Aber ich habe mir zu helfen gewusst. Ich glaube, dass dieses Armband irgendwie wichtig sein muss. Und genau das glauben Jake und ich auch. Und Jessie, ne? Und dass J.H. Hannah etwas angetan hat. Ja, das denke ich auch. Du weißt, dass Jessie auf die Initialen passt. Du redest, als hättest du Beweise. Ich denke das auch. Na, ob der unbedingt damit was zu tun hat, schwer zu sagen, oder sie. Du hast es dir ja sicherlich auch schon gedacht, Jessie. Dass Hannah dieses Armband wohl von einem Geliebten bekam. Das liegt nahe, da gebe ich dir recht, deshalb passt du als Verdächtiger auch so gut. Ich bin mir sicher, dass etwas anderes hinter allem steckt. Es liegt auf jeden Fall nahe. Es kann aber auch was ganz anderes hinterstecken, ist schwierig, finde ich. Vielleicht hat auch das, haben auch diese grünen Edelsteine was zu bedeuten. Die Farbe grün und ich glaube grün ist Smaragd, oder? Vielleicht hat das auch nochmal irgendwas zu bedeuten. Grün ist ja oft so Hoffnung und sowas, ne? Dieses Armband und Hennas eigenartiges Verhalten ist das Einzige, an was ich festhalten kann. Es ist gut, dass du dieser Spur nachgehst. Ich denke, du verschwendest deine Zeit. Danke, dass du mich eingeweiht hast. Dankeschön auf jeden Fall. Ist nicht selbstverständlich. Ich bin auch sehr froh darüber. Es fühlt sich so an, als könnte ich es nicht alleine schaffen. Ich kannte bisher nicht den Namen des Hackers, aber vorhin hat Lilly ihn in der Diskussion genannt. Würde auch zu J passen. J. H. Jake. J. Jake. Vielleicht sind die wirklich voll befreundet. Aber dann müsste doch Jake auch zu uns ehrlich sein, oder? Wenn das auf diese J. H. Jake Hannah heißen würde, ne? Und das ist einfach so ein Nee, oder? Das stimmt schon. Jake passt zu der ersten Initiale des Armbandes. Du denkst, Jake ist der Geliebte von Hannah? Ich weiß, das ist genauso zufällig wie bei Jessie. Ich finde es auch sehr zufällig. Ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls alles, was ich dir zu dem Armband sagen kann. Dann lass uns das Thema wechseln, Thomas. Ich muss dir etwas beichten. Ja. Ich wusste das mit dem Armband bereits. Ich glaube schon länger, dass Hannah eine Affäre hatte. Deine Geschichte war echt voll lang. Ich wusste das mit dem Armband bereits. Wir sind mal ganz ehrlich. Was? Wie kannst du davon wissen? Denn in Kombination mit Whisky baut nicht nur Unfälle. Ich weiß mehr, als man mir zutraut. Meine Quellen bleiben mein Geheimnis. Ich will keinen verraten, aber wir sagen einfach mal, dass wir es wussten. Einfach um ein bisschen zu konfrontieren, mache ich das. Es kann nur Dan gewesen sein. Nur er wusste davon. Toll. Oh, war das ein Fehler? Ich hoffe nicht. Na, wenigstens hast du mir die Wahrheit gesagt, genau. Wie lange ist dieser Streit her? Warum standest du jetzt eigentlich auf der Telefonliste? Wie lange ist der Streit her? Ich dachte, das war am Tag des Verschwindens. So ungefähr 2 Wochen, vielleicht länger. Ach, okay, es war nicht am gleichen Tag. Warum standest du jetzt eigentlich auf der Telefonliste? Ja, weil er sie angerufen hat.
Ich habe sie angerufen, weil ich mich mit dir treffen wollte. Ja, hat er doch am Anfang gesagt. Hallo? Wir hatten uns seit dem Streit nicht mehr gesehen und ich wollte mich bei ihr entschuldigen. Ach, okay, der Streit war an einem anderen Tag mit dem Armband. Und dann hat er sie an dem Tag des Verschwindens angerufen. Okay, jetzt ergibt es Sinn. Zufällig am Tag ihres Verschwindens und dann habt ihr euch ja sicher getroffen. Was hat sie gesagt? Was hat sie denn gesagt? Das war irgendwie eigenartig. Sie hat sich entschuldigt. Wie war ihr ungefährer Wortlaut? Ich müsste mich noch gedulden. Und dabei klang sie aber irgendwie optimistisch. Okay. Nein, das ist das falsche Wort. Sie klang wieder ein wenig wie die alte Henna. Was ist hier nur los? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Nein, tut mir leid, was für einen Gefallen, denn natürlich kannst du das. Na klar. Mal ein bisschen positive Punkte sammeln hier, ein paar Pluspunkte. Positive Punkte vor allem. Pluspunkte sind jetzt ab sofort positive Punkte. Könntest du vielleicht herausfinden, wie der Hacker mit Nachnamen heißt, wegen dem Armband? Ich denke nicht, dass er mir den verraten wird. Klar, Thomas, werde ich machen. Nein, damit trete ich ihm nur zu nah. Ich frage ihn einfach mal. Warum nicht? Danke, Sebastian. Ich muss jetzt gehen. Ja, ich auch. Danke für deine Zeit. Was hast du denn vor? Danke für die Zeit. Ich will jetzt nicht nochmal rumbohren. Wir haben schon genug gebohrt gerade. Ich bin froh, dass wir geredet haben. Das bin ich auf jeden Fall auch. Und wisst ihr, was ich betonen möchte? Wir können Jake nochmal schreiben. Ist noch nicht hacken angesagt. Ich kann ein kleines Päuschen gleich machen. Wisst ihr, was ich betonen möchte? Wir haben jetzt mit Richie und wir haben mit Thomas gesprochen, ne? Und wenn ich schon mal die beiden vergleiche, ich weiß nicht, wie genau die Entwickler, ob sie irgendwie Psychologen dabei haben oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben. Aber ich finde, es ist... Ich weiß nicht, ob es euch, für die, die es auch schon mal gespielt haben, auch so ging. Aber ich muss sagen, bei Richie habe ich ein ganz anderes Bauchgefühl gehabt als bei Thomas. Bei Thomas habe ich nämlich das Bauchgefühl, dass er wirklich gerade froh ist. Er ist froh, dass wir endlich mal ein längeres Gespräch führen können, dass er sich endlich mal ein bisschen auskotzen kann. Endlich mal wen hat, den er auch ein bisschen was erzählen kann und wie das da war, wie das da war. Und jemand, der ihm zuhört. Man hat es ihm richtig angemerkt, witzigerweise, auch wenn es nur ein Spiel ist. Und er wirkte auf mich sehr, sehr ehrlich. Er wusste erst, dass wir von dem Armband wussten, wusste er erst, nachdem er es uns erzählt hat. Und das, was er erzählt hat, hat aber alles gestimmt. Ne? Das mit den Initialen. Und er hat auch ehrlich gesagt, dass er sich halt anders Zutritt zum Haus verschafft hat. Das hat er alles von sich aus gesagt. Und Richie, allein die Story, dass, als wir ihn wegen Jesse gefragt haben, und er dann gesagt hat, ja, die hat halt frei gehabt an dem Tag. Ne, und ist durch ein Schlagloch und Ölwanne und das wirkt tatsächlich ein bisschen konstruiert. Und das mit diesem Trinkgeld finde ich ein bisschen komisch. Weiß ich nicht. Und dass er da auch so genau Bescheid weiß, es wirkt ein bisschen merkwürdig, finde ich. Weiß ich nicht. Das wirkt auf jeden Fall merkwürdiger als auf mich als jetzt das Gespräch mit Thomas. Also auf meiner Liste ist Richie auf jeden Fall gerade oben und als nächstes würde Thomas kommen. Kai ist sowieso der Schlimmste.